Markus, schön, dass du wieder da bist. Erstes Spiel in der ABD Arena für dich. Was ist? Wir wollen deine Gefühlswelt natürlich erfahren. Ja, momentan bin ich überglücklich, aber ich glaube nach so einem Spiel, einem Euroleague-Spiel als Debüt gleich zu Hause, ich glaube was Schönes kann man sich eigentlich fast nicht vorstellen. Und ich warte mal ab, was so die nächsten Stunden so alles noch hochkommt, aber momentan bin ich einfach nur glücklich. Nach dem fragwürdigen Elfmeterpfiff gegen uns haben die Fans lauter als deinen Namen skandiert, möchte man, wenn man es sagen will. Was ist das für ein Gefühl für dich gewesen? Das kann man schwer beschreiben. Es ist einfach nur genial. Mir fehlen eigentlich die Worte dazu, das genau zu beschreiben. Aber es war sicherlich ein sehr, sehr bewegender Moment auch. Als Torwart ärgert dich das Gegentor aber trotzdem ein bisschen, oder? Natürlich. Ja, kann man nicht anders sagen. Ich habe tatsächlich ganz zu Null gespielt, aber letztendlich haben wir heute, denke ich, auch verdient gewonnen. Und von daher auch ein Kompliment an die Mannschaft, die, denke ich, alles gegeben hat und den Sieg verdient eingefahren hat. Ab der 80. ging ein Fangesang nach dem anderen durch das Stadion, vor allem wir sind stolz auf unser Team. Was sagst du dazu? Ja, ich denke, es ist ein Geben und Nehmen über die Saison hinweg und es ist jetzt auch, denke ich, verdient für die Mannschaft. Genauso haben es auch die Fans verdient, die uns Woche für Woche unterstützen. Und wie gesagt, es ist ein Geben und Nehmen und es ist jetzt auch schön, aktiv ein Teil davon gewesen zu sein. Markus, herzlichen Dank. Tschüss.